Man kann ja von James Charles halten, was man will, aber das hier, Leute, ich habe ungelogen 150 Euro dafür bezahlt und habe einfach fast 2,5 Monate darauf gewartet. Und es ist mit Abstand das Coolste, was ich je gesehen habe. Leute, dieses Packaging, wenn das nicht nach mir schreit. Leute, das ist eine fucking Farbdose. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Hier drin sind einfach die einzelnen Farbpigmente. Leute, die sehen einfach aus wie ganz normale Farbtuben. I mean, look at this. Das sind meine Acrylfarben und das ist einfach sein Make-up. Leute, shit, das ist so wild. Und deswegen gucken wir mal, ob sich der Preis jetzt wirklich gelohnt hat oder nicht. Das Coole an dem Ding ist, man hat halt wirklich echt viele Farben, mit denen man viel machen kann. Und ich möchte damit jetzt ungelogen einen richtig wilden Make-up-Look machen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, weil ich habe keine Ahnung, welche Farbe ich anfangen soll. Deswegen müsst ihr mir unbedingt sagen, welche Farbkombi ich auf meine Augen knallen soll, damit wir einen richtig coolen Look machen können. Und ich bin so gespannt und ich hoffe wirklich, das Geld hat sich gelohnt, weil Leute, 150 Euro ist schon echt nicht wenig für fucking Make-up. Aber let's... Und das sind jetzt alle Farben, die es hier gibt. Deswegen schreibt oben...